herzlich willkommen zu eurem Taroskop für das Jahr 2024. Wir machen eine kleine Sneak Peek, das ist sowas wie ein Trailer für dein kommendes Jahr. Und wir schauen einfach mal rein, wie es denn so wird. Ich habe auch schon die Liebesvideos hochgeladen. Es kommt noch ein weiteres, nämlich Finanzen. Das kommt allerdings erst im nächsten Jahr, okay? Aber merkt euch das schon mal vor. Und ihr seid natürlich genau richtig hier, wenn eure Sonne, euer Mond oder euer Aszendent im Sternzeichen Löwe ist. Und ein kurzer Disclaimer noch, dies ist keine persönliche Legung. Nimm daher das heraus, was für dich wichtig und richtig erscheint und lass den Rest los, okay? So, wir schauen, was kommt für Löwe im Jahr 2024. Was kommt? Willpower, also Willenskraft kommt. Verstärkt, ja. Also Löwen sind ja dafür bekannt, dass sie eigentlich recht viel Willenskraft haben. Ja, vielleicht wird die aber gestärkt. Vielleicht hatte die einen Knacks bekommen in den letzten Monaten oder Jahren. Ja, das kann passieren durch irgendwelche Ereignisse, Erlebnisse, die man hat. Und das wird wieder hergestellt im neuen Jahr. Die Willenskraft. Oh, das sind zwei Karten. Okay, wir haben die finanzielle Gesundheit und Talent. Okay, also ihr könnt hier mit einem eurer Talente Geld machen im neuen Jahr. Das kann mannigfaltig sein. Es kann mannigfaltig sein, also zum Beispiel, wenn ihr gut handwerklich seid, dass ihr über Etsy vielleicht eure handwerklich gefertigten Stücke verkauft oder vielleicht habt ihr ja auch ein Händchen für Finanzen und ihr spekuliert ja damit an der Börse oder ihr wählt die richtigen Fonds aus oder ähnliches, ja. Vielleicht habt ihr aber auch eine sehr kreative Ader und ihr macht irgendwas, vielleicht schreibt ihr Gedichte und damit könnt ihr auf irgendeine Art und Weise Geld verdienen. Na, also es gibt da sehr, sehr viele Dinge, aber hier kommt auf jeden Fall Geld hinein durch ein Talent. Vielleicht ist es auch so, dass ihr schon in einem Beruf arbeitet, wo ihr eure Talente nutzt, aber gerade weil ihr diese besonderen Talente habt, also vielleicht seid ihr einfach sehr, sehr gut in Kommunikation, ja, und so werdet ihr, oder beziehungsweise so wird ein Chef von euch auf euch aufmerksam und es kann sein, dass ihr dadurch befördert werdet oder in eine neue Stelle gesetzt werdet, ja, weil ihr einfach sehr viel Talent habt in einer gewissen Sache und dieses Talent zahlt sich halt aus, okay, also nicht übel, nicht übel, vielleicht ist das halt auch der Push so für euer Selbstbewusstsein. Und die Willenskraft, ja, je mehr ihr bekommt, desto mehr wollt ihr dann auch da reinklotzen. So, da haben wir schon mal. Wir haben Einsamkeit, oder nicht Einsamkeit, aber alleine sein. Ja, Solitude ist eine Zeit alleine verbringen. Du musst nicht unbedingt einsam sein, aber vielleicht ist es etwas, was dir gut tun wird. Und wir haben den Wishing Well, also den Wunschbrunnen. Ihr dürft also einen Wunsch machen, ja, im Jahr 24 und der wird euch erfüllt werden. Also vielleicht bekommt ihr sehr viele Wünsche erfüllt im Jahr 24. Entweder kleinere Wünsche, die ihr so im Laufe des Jahres äußert oder die ihr im Laufe des Jahres habt, dass sie recht schnell zu euch fließen. Also vielleicht ist eure Manifestationskraft sehr, sehr gut. Auch natürlich mit Willenskraft hier. Also wenn das Selbstbewusstsein und die Willenskraft stark ist, dann funktioniert das oft sehr gut. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr dann auch loslasst im richtigen Moment, ne? Und nicht nur manifestiert, sondern auch dann das ans Universum wieder zurückgibt, ja.
Und mit der Einsamkeit bzw. alleine sein, das ist vielleicht ja etwas, was ihr euch wünscht. Vielleicht wünscht ihr es euch, alleine zu sein, ja, dass ihr sagt, aber ich habe so viel zu tun, ich habe so viele Menschen im Job, auch im Sozialleben habe ich Stress mit Freunden. Ja, also dass ihr sagt, das ist einfach zu viel oder es wäre halt einfach mal schön, wenn ich allein sein könnte, vielleicht auch mal nicht reden müsste, dann wird dieser Wunsch auch erfüllt werden. Vielleicht macht ihr eine Reise ins Kloster, ja, wo man dann auch nicht redet oder so. Also das kann so etwas sein hier in der Richtung. Ach, Entschuldigung, durch den Niesen läuft jetzt meine Nase. Löwen, 2024, was kommt? Die drei der Kelche. Also etwas zu feiern auf jeden Fall. Definitiv. Also Wunscherfüllung. Vielleicht bekommt ihr ja, wie gesagt, eine Beförderung oder ähnliches. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr euch mit alten Freunden trefft, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt und so oder auch feiert. Eine Familienfeier. Das kann im Jahr 2024 anstehen, ja. Das war richtig. Löwen im Jahr 2024. Die Königin der Münzen. Also ich glaube, ihr seid finanziell wirklich sehr, sehr stabil im kommenden Jahr. Wenn dem nicht so ist, wird sich das ändern. Und wenn ihr schon recht stabil seid, dann bleibt es definitiv so. Vielleicht wird es sogar noch etwas besser finanziell, okay? Also die Königin der Münzen ist sehr, sehr stabil, fruchtbar und ja, hat auch immer gerne Menschen um sich. Also vielleicht ist es auch ein Wunsch von euch, weniger in der Einsamkeit zu sein. Vielleicht habt ihr das in der letzten Zeit erlebt. Und dann, also ich sehe auf jeden Fall Menschen bei euch, ja, Menschen, die sich bei euch wohlfühlen. Ihr macht vielleicht Partys in eurer Wohnung, in eurem Haus, dass ihr ein paar Feiern veranstaltet, Freunde einladet zum Essen. Vielleicht ist das auch wirklich ganz, ganz nah. Vielleicht ist das schon Silvester, dass ihr da jemand eingeladen habt, ja. Die Hohepriesterin. Okay, also das ist tatsächlich eine sehr andere Energie. Also vielleicht besteht im Jahr 2024 auch eine gewisse Balance, dass ihr sagt, ja, ich liebe Freunde, ich liebe Menschen, aber ich möchte auch gerne mal alleine sein. Und die Zeit nehmt ihr euch dann. Denn wenn ich die Hohepriesterin sehe, dann sehe ich auch eine Person, die die Einsamkeit oder das Alleinsein, ja, weil Einsamkeit ist ja noch was anderes, aber Alleinsein liebt und genießt, ja. Und sie liebt es zu studieren und sich weiterzubilden und ja, sie weiß fast alles, die Hohepriesterin, okkultes Wissen, sie hat einfach das Wissen der Welt in sich und das würde sie nicht haben, wenn sie ihre Zeit nur mit anderen Leuten verbracht hätte. Sie hat sehr viel zu Hause allein gesessen und studiert und gelesen und vielleicht habt ihr dazu Lust im Jahr 2024. Ja, und das ist völlig okay. Ein bisschen mehr Zeit für euch. Dann haben wir den Page der Stäbe. Oh, ihr könntet alleine auf Reisen gehen. Okay, also für diejenigen, die noch nie alleine gereist sind, das könnte etwas für euch sein, dass im Jahr 2024, dass ihr euch alleine auf eine Reise begebt. Eine letzte Karte noch für Löwe. Ja? Doch nicht ganz. Okay, ja, die Karte nehme ich. Im Grunde, ja, hier haben wir auf jeden Fall gefühlsmäßige Angebote, die hier kommen. Ne? Page der Kelche auch. Ich packe es wieder rein, weil es eine sehr ähnliche Karte ist. Aber hier sind neue Impulse, neue Emotionen, vielleicht auch neue Menschen in eurem Leben, ja. Also ihr könnt euch sicher sein, falls ihr da Angst habt, wenn ihr euch in die Einsamkeit begebt, es kommen dadurch nur neue Menschen dazu, okay? Neue interessante Menschen, neue Impulse, neue Emotionen, ja? Also vielleicht möchtet ihr einfach
das Leben auflockern. Das könnt ihr im Jahr 2024. Wie gesagt, eventuell eine Reise alleine ist sehr wichtig hier. Ja, also falls ihr das euch vorgenommen habt oder dazu Lust verspürt, da werdet ihr sehr viele Dinge erleben, sehr viele Dinge lernen und sehr viele neue Menschen kennenlernen. Zum guten Abschluss. Oh, bei euch geht es jetzt sehr schnell, aber das war sehr, sehr klar für euch. Und die Karten flogen raus wie nix. Ja. Bei manchen musste man wirklich eine Minute mischen. Bei euch war es super. Also ich glaube, es fällt euch sehr leicht jetzt hier, wo ihr hingehen sollt. Ne? Also der Weg öffnet sich im neuen Jahr. Ihr habt diese intuitiven Impulse, wo ihr euch hinwendet. Huch, da war mal wieder die Batterie leer. Aber was ich sagen wollte, es fällt euch sehr leicht, intuitiv zu entscheiden, was ihr am besten jetzt tun sollt, um euch spirituell zu erweitern, um neue Erfahrungen zu machen, um euer Leben zu verbessern. Ja? Es fühlt sich sehr leicht und angenehm an, ja, das Jahr. Und von daher könnt ihr euch da schon mal sehr drauf freuen. Okay? Und zum guten Abschluss werde ich euch jetzt ein paar Glückskekskarten ziehen. Falls ihr die vom letzten Jahr noch kennt, ja, sind es kleine Orakelkärtchen. Und die finde ich immer sehr, sehr cool für die neuen Jahre. Jetzt kommt gerade hier natürlich wieder ein dickes Flugzeug vorbeigeflogen. Ich hoffe, ihr hört das nicht so laut wie ich. So, für Löwe 2024 drei Glückskekskärtchen hätten wir gerne. Was steht an? Zwei und eine noch. Für Löwe 2024. Jetzt sind aber diese letzten, die sind bei einer besser rausgekommen. Aha. So, wir haben zuerst haben wir Zeichen. Your future positive direction will reveal itself. Any doubt and confusion will soon disappear. Im Grunde das, was ich gesagt habe, ja. Also deine positive Zukunftsrichtung, die wird sich bald zeigen, ja. Die tut sich auf, während du gehst quasi. Und alle Zweifel und Konfusionen werden bald verschwinden. Also falls du die noch haben solltest, keine Sorge, bald ist dir ganz viel klar. Dann haben wir Society, also Gesellschaft. Say yes to all the wonderful invitations coming your way. Excellent networking opportunities and new love interests for singles will be the result. Übersetzt, sage ja zu all den wundervollen Einladungen, die deiner Wege kommen. Exzellente Networking-Chancen, ja, also ihr könnt euch vernetzen. And new love interests, also neue Liebesinteressenten für Singles sind das Ergebnis. Also, ne, wie ich schon sage, ich denke tatsächlich, ihr werdet hier etwas tun im Jahr 24, was ihr sonst nicht machen würdet. Ja, vielleicht eine Reise allein oder euch mehr auf ein Hobby von euch konzentrieren, wo ihr alleine seid. Und dadurch werden sich neue Türen und neue Menschen öffnen zu euch, okay? Oh, und dann haben wir zu guter Letzt oder auch nicht zu guter Letzt, haben wir die Eifersucht. Watch who you trust with your personal secrets and plans. Spend time outdoors with nature to reconnect and replenish. Also vorsichtig mit den Personen, die du wirklich private Dinge anvertraust, ja, mit Geheimnissen und Plänen. Also da könnten vielleicht ein paar faule Eier drunter sein. Aber nimm dir auch noch Zeit, draußen in der Natur dich zu erfrischen, ja, und deine Batterien wieder aufzuladen. Also das ist hier, ja, vielleicht sind in deinem alten Umfeld Menschen, die deine Energien rauben, ja, und vielleicht deine Pläne irgendwie blockieren. Und je mehr du Zeit draußen verbringst, vielleicht suchst du dir auch ein Hobby, was mit Natur zu tun hat, ja, auch das kann dann natürlich auch quasi da reinspielen, okay?
Ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du freust dich schon auf das, was dich 24 erwartet. Falls ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Lass mir auch gerne einen Kommentar da, was du so darüber denkst, über das, was ich heute hier gelegt habe. Ja, ob du denkst, ja, das resoniert oder irgendwie eher nicht. Lass mir das gerne da und natürlich ein Abo. Und vergiss nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Ja. Falls du mich darüber hinaus unterstützen möchtest, gerne. Ich freue mich sehr darüber, natürlich nie ein Muss. Aber du kannst mir beispielsweise eine kleine Spende dalassen über den Super Thanks Button, das kleine Herz unter diesem Video. Ansonsten gibt es PayPal, Amazon und so weiter. Die Links und Infos dazu findet ihr in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Und ich sage danke für ein wundervolles Jahr 2023. Ich hoffe, ihr rutscht gut ins neue Jahr. Vielleicht schaut ihr ja noch eines der anderen Zeichen, da kommt, glaube ich, noch eine Legung, also ein Dreierlegung, ja, für, nach euch. Also einen Tag werde ich noch hochladen vor dem neuen Jahr. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr gesund und munter wieder. Bis ganz bald!